Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anke von Smart Pattern und erkläre in diesem Video, wie ich einen Saum mit angeschnittenem Saumeinschlag verarbeite. Wie so oft gibt es auch dafür eine Vielzahl von Design- und Verarbeitungsmöglichkeiten. Ich werde dir die einfach und die doppelt umgeschlagene Variante zeigen. Also, los geht's! Wenn noch eine Längsnaht offen ist, lässt sich ein angeschnittener Saumeinschlag am geschicktesten vorbereiten. Zunächst zeichne ich auf der rechten Stoffseite die fertige Saumlänge 40 mm parallel zur Schnittkante an. Wie breit der Einschlag in eurem Schnittmuster vorgesehen ist, erkennt ihr am Abstand der seitlichen Knipse zum Saum. Den Einschlag bügele ich zur Innenseite um. Er kann, wie hier zu sehen, einmal umgeschlagen bleiben. In dem Fall versäubert man die Schnittkante und steppt sie nach dem Schließen der Längsnaht mit 35 mm Abstand durch. Bei einem doppelten Einschlag kann man sich das Versäubern sparen. Hier kann man die Schnittkante 10 mm umschlagen und später mit 28 mm Kantenabstand feststeppen. Oder man schlägt den Einschlag bis an die umgebügelte fertige Saumkante um und steppt dann später mit 18 mm Kantenabstand. Sobald die Beinhart dann geschlossen ist, kann der Saum von der Außenseite durchgesteppt werden. Man kann den Saumeinschlag auch auf die gleiche Art vorbereiten wie eben gezeigt, wenn die Beinnähte schon geschlossen sind. Wenn ich nun den Saum durchsteppe, beginne ich dabei an der inneren Beinnaht. Der Saumabstand vom fertigen Saum ist wie zuvor beschrieben von Einschlagbreite und der gewählten Verarbeitungsvariante abhängig. Und hier seht ihr den fertigen Saum. Zum einen die Variante mit doppelt umgeschlagenem Einschlag und die einfach eingeschlagene Variante mit Overlockkante. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst gerne eure Fragen und Anregungen als Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.